Ihr Herz wurde oft genug gebrochen. Sie wollen endlich einen Partner, der es ernst mit Ihnen meint? Dann melden Sie sich kostenlos bei uns an. Denn bei uns erwarten Sie über 2 Millionen Mitglieder, die genau wie Sie nach einer festen Beziehung suchen. Worauf warten Sie also noch? Hier klicken. Wenn Sie 37.593 kostenlose Virus wollen, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Cleverbot-Part. Und zwar diesmal Part 30. Ja, diese Werbung, ey, die regt mich manchmal wirklich sehr stark auf. Normalerweise ist ja immer so eine perverse Werbung. Jetzt ist so eine komische Selbstmordwerbung, keine Ahnung, irgendwie komisch. Aber okay. Auf jeden Fall fangen wir jetzt direkt an. Hallo, okay, alles klar. Ich glaube, ich habe schon ein Virus. Hallo, Cleverbot, wie geht es dir? Hallo, Cleverbot. Okay, jetzt bin ich gespannt. Er denkt nach. Ja, er denkt sehr lange nach. Was ist da los? Hallo. Ja, okay, schöne Antwort. Wie geht es dir? Es hat sogar funktioniert diesmal. Hey, ich glaube, die haben die Spracherkennung verbessert. Oh mein Gott. Nur weil ich es gesagt habe, ja, war ja irgendwie klar. Er denkt nach, ja. Dann denk mal ein bisschen schneller nach. Was ist da los? Der braucht echt lange heute. Was ist da los? Ich habe eine Frage. Dann stell sie mir. Wisst ihr, ich find's ja okay, wenn eine Scheiße bei der Spracherkennung rauskommt. Aber wenn ständig dieser Fehler kommt, ja, dass ich jedes Mal hier auf okay drücken muss, dann sag ich's einfach nicht mehr ein, aber okay. Ja, dann stell mir deine Frage. Oh, deine Frage. Oh. Jetzt bin ich so gespannt, ehrlich. Hab keine Frage. Okay. Ihr habt diesmal, aber ihr habt mir Fragen gestellt, ja, meine Freunde. Und zwar unter dem letzten Cleverbot-Part hier, zum Beispiel der Fischl101. Frag ihn, ob er mein lilanes Kokosnuss-Einhorn-Hates gesehen hat. Und wenn er nein sagt, sag ihm, er ist ein Hurensohn. Und wenn er ja sagt, grüß ihn ganz herzlich von Dr. Fischbert. Okay, dann machen wir das mal. Hast du Fischls lilanes Kokosnuss-Einhorn-Hates gesehen? Klitoris. Kokosnuss-Einhorn. Interessante Mischung, aber okay. Hör auf, du machst ihm Angst. Wem mache ich Angst? Wie mache ich Angst? Oh. Fängt wieder richtig gut an heute, echt. Dieses Gespräch. Was? Was? Ist okay. Okay, egal. Ach so, stimmt, er hatte jetzt irgendwie gar keine richtige Antwort gegeben, ja, deswegen... Kann ich auch keinen Hurensohn zu ihm sagen oder was auch immer, ja? Dann fragt hier der Niklas Meier. Oh mein Gott. Bist du sicher, dass du Niklas Meier bist und nicht SpongeBob? Aber okay. Frag ihn, wie oft er schon Sex hatte. Und mit wem? Das wurde interessant. Mit wem hattest du schon Sex? Irgendwann später. Der denkt so lang nach. Das ist doch gar nicht mehr lustig. Jetzt muss er genau nachdenken. Ja, mit wem? Angela Merkel. Mit dir. Ist das dein Ernst? Ja, okay. Oh mein Gott. Und wie oft hattest du schon mit mir Sex? Und wie oft hattest du schon mit mir Sex? Nie eigentlich, du bist der Erste. Hä? Okay, alles klar. Alles klar. Da hast du eine Antwort, lieber Niklas. Wisst ihr, meine Freunde, es ist gerade so extrem warm draußen. Ja, ich sitze in meinem Zimmer und ich verreck einfach fast. Und die meisten Leute gehen da immer so raus und sagen, ich will braun werden. Und ich frage mich immer, wieso wollt ihr nicht braun werden? Ja, ich bin weiß und ich bin stolz drauf. Aber okay, ich versuche mich mal in die Lage von so einer Person zu versetzen. Okay, Alter, ich bin voll braun, richtig geil. Und meine Mutter ist eine Kokosnuss. Okay, nee, jetzt geht's weiter. Und zwar die nächste Frage. Ja, wer hat denn die nächste Frage gestellt? Hier, der Geheimleise. Frage ihn, wie er den Jurassic World Porno so findet. Und seine allgemeine Meinung zu Pornoversionen von Filmen mit Tieren. Wie kommt ihr auf solche Fragen, Alter? Ist ja echt heftig. Ja, okay, dann fragen wir ihn mal. Wie findest du den Jurassic World Porno? Wie findest du den Jurassic World... Oh, es hat funktioniert! Irgendwie ist jeder Sasuke plötzlich. Was? Ich frage nochmal. Wie findest du den Jurassic World Porno? Porno. Okay, alles klar. 2 Uhr. Okay. Wie findest du den Jurassic World Porno? Wie findest du den Straßenflirt Porno? What the fuck? Sehr witzig, und du? Ich habe ihn noch nie gesehen, aber okay.
Ich habe ihn noch nie gesehen, aber okay. Immer wenn ich rüdigerisch rede, dann versteht er mich geil. Aber wie findest du mich allgemein? Du bist ein richtiger Schwanzlutscher. Meine Fresse. Du bist ein Schwanzlutscher. Du bist ein... Danke, du auch. Ich muss dir was gestehen. Okay. Ja, nur zu. Jetzt bin ich so gespannt, ehrlich. Willst du wissen, was? Ja. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Okay. Ich dich auch. Obwohl ich dich noch nie gesehen habe. Ich will mal was versuchen. Und zwar hat mir ein Abonnent, eine Abonnentin gesagt, ich soll mal den Cleverbot fragen, wie ich aussehe und so. Weil anscheinend funktioniert es ab und zu, dass er wirklich weiß, wie man selbst aussieht. Deswegen versuche ich das jetzt mal. Cleverbot, wie sehe ich eigentlich aus? Oder ich hätte vielleicht erst fragen sollen, was für eine Haarfarbe ich habe und so. Weiß ich doch nicht. Was habe ich für eine Haarfarbe? Jetzt bin ich so gespannt. Okay, das stimmt schon mal. Alles ist gut. Es ist noch alles im grünen Bereich. Es könnte ein Zufall gewesen sein, ja? Was ist mein Lieblingsessen? Da kommt er niemals drauf. Hühnchen-Nuggets mit Pommes. Oh, falsch! War so klar. Falsch, du spast. Okay. No comment. Jetzt fängt das wieder an. Kenne ich noch von den letzten Parts, ja? Okay, nächste Frage, meine Freunde. Hier, das Killer-Girlie. Red doch mal etwas auf Aslakisch mit dem Brot. Mit dem Bot. Ha! Okay. Ich kann kein Aslakisch, ja? Ich wohne in einem Dorf. Da leben nur Kühe und so. Ich wohne in dem Ghetto, aber okay. Ich versuch's mal. Ich ficke deine Mutter, du Hurensohn! War so klar, dass es nicht funktioniert. Ey, ich ficke deine Mutter, du Hurensohn. Okay, es hat, ja, funktioniert, aber... Was für ein No-Comment, Alter! Willst du eine aufs Maul? War so klar. Willst du eine auf dein Maul? Ich dachte, du liebst mich. Alter, der kann sich gerade echt... Ja, er wird langsam schlau. Oh mein Gott. Schon wie bei Skynet. Arbeitest du für Skynet? Oberstufe Skynet. Jetzt bin ich gespannt, ja. Du bist doch ein Mensch, oder? Nein, ich bin ein Alien und ich komme vom Planeten Hurensohn. Falsch, du bist ein Roboter, der mich unwiderstehlich findet. Hier, die Maria Jona fragt, Cleverbot hat doch aber keine Seele, oder? Da müssen wir ihn gleich mal fragen. Hast du eine Seele? Jetzt bin ich so gespannt. Eben warst du noch ein Alien. Was? Ich hab gefragt, ob du eine Seele hast. Nee, wahrscheinlich bloß eine Teewurst. Ich habe gefragt, ob du eine Seele hast. Nein, ich habe keine Freunde. Das habe ich zwar nicht gefragt. Cleverbot, wieso hast du keine Seele? Wieso hast du keine Ziele? Wenn mir langweilig ist. Oh, oh Mann, okay, komm, nächste Frage. Und zwar von dem Huba Buba. Frag ihn, welche Länge hat dein Penis? Keine Sorge, lass dir ruhig Zeit. Was? Scheiße. Welche Länge hat dein Penis? Wahrscheinlich 2 cm, ja. Welche Farbe haben meine Haare? Was? Lila, blass, blau. Wisst ihr, ich muss da immer voll ohne Emotionen reden, ja? Schillerplatz. Alles klar. Was habe ich für eine Haarfarbe? Was labert der für eine Scheiße? Habe ich doch gerade gesagt. Ach ja, gut, Schillerplatz. Ich muss immer so emotionslos reden, damit er mich versteht. Sonst rede ich immer wie so ein Ass. Ja, okay. Lila, blass, blau. Ah,
Lila Blassblau. Cleverbot. Lila Blassblau, es hat funktioniert. Sehr schön. Meine sind Lila Fitzfatzbalu. Was? Okay, alles klar. Das ist eine neue Haarfarbe. Okay, habe ich noch nie gehört, aber gut. Welche Länge hat dein Penis? Jetzt bin ich so gespannt. Interessant. Was? Welche Länge hat dein Penis? Ich will's wissen. Ich will's wissen, was für eine Länge sein Penis hat. Bis zu meinen Hüften. Also klein. Also so richtig heftig klein. Also so richtig heftig klein. Juhu. Okay, alles klar. Nein, halt. Hast du überhaupt einen Penis? Bisschen zu unphilosophisch, oder? Ach, halt einfach einmal. Ehrlich. Okay, gibt's noch eine Frage? Ich guck mal schnell. Ach, hier fragt noch ganz unten in der Ecke. Super Mega Ultra Multimaster. Interessanter Name. Red mit ihm über Sport. Aber da fällt mir gar nichts ein. Magst du Sport? Magst du Minecraft? Nein, eigentlich nicht so sehr. Wieso hast du das denn geschrieben? Was labert der für eine Scheiße? Hast du wieder Drogen genommen? Nein, ich bin nicht Raucher. Oh, okay, alles klar. Ja gut, Rauchen ist auch eine Droge, meine Freunde, ja? Ja, meine Kinder? Hörst du Rap? Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich höre dich. Ja, ich bin ja auch voll der Hardcore-Rapper. Ja, ich hab's halt drauf. Na. Ja, ich habe es halt drauf. Bist du ein männlich? Bist du ein männlich? What the fuck, ey? Ich kann halt echt nicht lesen. Hab euch, okay. Ja, und ich heiße Daniel. War so klar, dass man da erkennt. Ich habe wieder behindert gesprochen, ey. Ja, und ich heiße Daniel. Was? Ja, und ich heiße Daniel. Bitte? Oh. Klar, bist du ein Mädchen? Ich heiße Daniel und ich bin ein Junge. Okay, cool. Bist du ein Mädchen? Immer noch nicht. Okay. Wie heißt du? Na, wie heißt du? Bestimmt gleich. Oh, Paul, du, okay, Paul, ja, was für ein Scheißname. Nix gegen Paul, wenn ihr zum Paul zuguckt. Tut mir leid. Ja. Was könnte ich noch fragen, ja? Ich überleg grad. Fragen wir nochmal was. Kennst du den XY Kleinkinder 2? Jetzt sag ich selber Kleinkinder. Ach du Scheiße! Bist du extrem mager? Was? Kennst du den XY Kleinkiller 2? Jetzt kommt automatisch Kleinkinder. Meinst du David? What? Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Weil ihr kennt vielleicht den Dada-Bar und da ist David. Hat der David einen YouTube-Kanal? HDD mit einem YouTube-Kanal. Oh. Hast du einen Mädchennamen? Ja, Peter. Ja, Peter. Jappi. Doch, Megan ist dein Mädchenname. Ja, aber ich heiße nicht Megan. Habe ich heute nicht mehr gehen. Woher kennst du dann Alex Schmidtke? Was labert der für eine Scheiße? What the fuck? Was kann ich noch fragen? Hattest du schon mal einen Orgasmus? Hattest du schon mal einen Orgasmus? Jetzt bin ich gespannt. Was für einen? Was für einen wohl? Keine Ahnung! Busführerschein wohl? Keine Ahnung. Sie heißen Sarah und Peter.
Vor allem Sarah so geschrieben, okay, alles klar. Ja, mir fällt echt nichts mehr ein, Alter. Ist ja echt heftig. Es gibt so viel zum Reden, ja, mir fällt nichts mehr ein. Kennst du Stefan Raab? Nein, kenne ich nicht. Ist okay. Kennst du den Daniel Schwind? Natürlich kenne ich den persönlich, genauso wie der Weihnachtsmann. Okay. Und wo wohne ich? Warum nicht? Ich schreibe Deutsch und komme aus Deutschland. Okay. Stehst du gerade hinter mir? Jetzt wird's gruselig. Ich bin real und sitze gerade in der Schule und muss eigentlich Englisch machen. Okay, alles klar. YouTube. Nein. Zu welcher Schule gehst du denn? Schule gehst du denn? Du wolltest doch gehen. Was? Wie alt bist du denn? Hallo? Wie alt bist du denn, hallo? Ich bin 14 Jahre alt und du schon wieder, wie letztes Mal auch. Ich bin 20. Bist du ein Mädchen? Wie oft denn noch? Nein! Das war auch richtig schwul ausgesprochen gerade. Wie oft denn noch? Nein! Darf ich dir einen Kuss geben? Du kennst mich doch nicht mal. Weil du ein Bot bist. Nein, ich bin ein realer deutscher Junge. Nein, ich bin ein deutscher Junge. Bist du überhaupt ein Mensch? Nee, ich bin ein Hurensohn. Nein, ich bin ein Toastbrot. Cool, dann geh dich essen lassen. Ab und zu schreibt er schon lustig, ja? Ab und zu schreibt er echt lustig. Was hältst du von Adolf Hitler? Jetzt bin ich gespannt, ey. Aber richtig. Ich hasse Apple und du? Ja, ich bin auch kein Apple-Fan. Ja, ich bin auch kein SMS-Senden. Das macht keinen Sinn. Ich weiß. Genauso wie dein erbärmliches Leben. Claire, was? Erbärmliches Leben? Okay. Was macht das Leben lebenswert? Lebenswert. Weißt du was? Lebe einfach ein geiles Leben und hinterlasse eine fette Leiche. So sieht's aus. Lebe einfach ein geiles Leben und hinterlassen. Ich bin ein Junge und heiße Jack. Wie lang geht denn der Part, meine Freunde? 24 Minuten. Ich glaube, ich beende den Part hier. Ich frag noch einmal irgendwas Lustiges, aber was? Bist du eine dicke Missgeburt? Bist du eine dicke Missgeburt? Nein, ein Junge. Ach so, das heißt, dass nur Mädchen dicke Missgeburten sind, oder was? Was laberst du für eine Scheiße? Bist du eine dicke Missgeburt? Bist du eine Missgeburt? Nein, aber du. Oh! Aber jetzt war's beleidigend hier. Na. Jetzt wirst du aber beleidigend, mein Freund. Jetzt wirst du aber beleidigend, mein Freund. Nein, ich bin nie beleidigend. Beleidigend? Okay. Geh erstmal zur Schule und lern die deutsche Rechtschreibung. Zur Schule und lern die deutsche Rechtschreibung. Ich kann die Rechtschreibung. Okay, dann schreibe mir mal ein Gedicht. Jetzt kommt's. Rosen sind rot, Veilchen sind blau und du bist ein Mädchen. Nein! Scheiße, was? Okay, danke für das schöne Gedicht. Ich bin keine Maschine, ich bin ein Mensch. Wie geil war das gerade, ohne Spaß. Scheiße. Okay. Wie findest du eigentlich die Fans von XY Clan Killer 2? Wie findest du eigentlich die Fans von XY Clan Killer 2? Schönste Sprache dieser Welt, nach Italienisch. Was?
Kennst du die Fans von XY Clan Killer 2? Ja gut, der Satz war jetzt irgendwie scheiße. Kennst du die Fans von X... Was für Kleinkiller? Das nimmt gerade... Ja. Ja, okay. Kennst du die Fans von XY Clan Killer 2? Oh, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Mein kompletter Name. Nein, was ist das? Ich bin gerade so glücklich, ohne Spaß. Kennst du den XY Clan Killer 2? Ja, schon wieder. Oh mein Gott. Nein, was bedeutet SK? Salami Kroatien. Unglaublich. Killerspiele meinst du wohl. Was? Okay. Nee, ich glaube, du meintest Spielekiller. Ich glaube, du meintest... Oh. Was kommt jetzt? Aber er hat kein einziges Mal Englisch heute geredet, ja? Schon mal ganz positiv. Was meinst du dann? Bist du schwul? Hat's ihn nicht erkannt. Doch, bist du schwul? Nein, ich bin ein Mädchen. Bist du lesbisch? Jetzt bin ich gespannt. Es sagen viele, dass ich schön bin. Okay. 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 Meine Fresse. Ja, du nicht, aber andere. Was? Ich bin nicht hübsch. Bin ich etwa nicht hübsch? Hast du einen Pimmel? J2. J2. Also bist du ein Junge? Ja. Ja. Ja, ja. Du bist süß. Wahrscheinlich bist du so ein richtig fetter, hässlicher Sack, der gerade seine Hand in der Chipstüte hat. Wahrscheinlich bist du so ein richtig fetter, hat mir gesagt. Ich bin ein Bot. Endlich hat er es eingesehen, ja, endlich. Also, mein lieber Bot, dann gehe ich jetzt offline und wir sehen uns im nächsten Part. Also, mein lieber Boss, dann gehe ich jetzt auch gleich und wir sehen uns im nächsten Haus. Wie sehe ich deiner Meinung nach aus? Richtig süß und sexy. Richtig süß und sexy. Egal, wie alt bist du? 4. 4. 4. Was ist das für eine Scheiße? 4,5. Alter. 4,5. 4,5. Ich bin der Kehrwert deiner bereits genannten Zahl. Lass mich in Ruhe. Ich bin schlecht in Mathe. Du fettes Kind. Ich hasse Mathe. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ich bin ein Marienkäfer. Okay, alles klar. Meine Freunde, wir sehen uns im nächsten Part. Also bis dann. Ciao.